Lebensmittelketten stehen weltweit unter Druck. Triebbügler Rolls-Royce muss daher wieder Ersatzteile verwenden. Entspannung ist noch nicht in Sicht. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine setzten die Lieferketten in der Welt unter Druck. Es gibt immer wieder kritische Orte, und dies führt zu einem Dominoeffekt. Zum Beispiel konnte Air Baltic für eine bestimmte Zeit nicht mehrere Airbus A220s verwenden, da die Fluggesellschaft keine Eifischte-Wartungsrimtelle wie der Air Baltic, Chef Martin Gauss im Aerotelek-Podcast Luftraum fehlen kann. Rolls-Royce spürt auch Probleme mit Lieferketten. Der Motorbauer ist auch auf viele Lieferanten angewiesen. Wir installieren und verwenden Ersatzteile, in denen wir wieder können, sagte CEO Warren East diese Woche während der Präsentation der vierteljährlichen Zahlen vor Analysten. Alle Motorhersteller müssen kämpfen. Rolls-Royce ist nicht allein mit Problemen. Wir stehen vor den gleichen Problemen wie alle. Wir haben viel zu tun, erklärt East laut Aerotime. Airbus und Boeing hatten bereits erklärt, dass er aufgrund unzureichender Motoren, die sie tatsächlich geplant hatten, auch weniger Flugzeuge produzierte. Unsere großen Kunden der Luftfahrtindustrie brauchen mehr Motoren, die wir nicht liefern können, Lorenz Kulp, Leiter der GE Aviation Division Ende Juli. Pratt und Whitney, die unter anderem Motoren für Airbus A320neo produzieren, sehen es auf die gleiche Weise. Entspannung bis 2023. Im Jahr 2025 möchte Airbus 75 A320neo pro Monat produzieren. Airbus möchte uns früher bei uns haben, als wir denken. Wir möchten diese Rate 2026 irgendwann erreichen, sagte Rick Doyle laut AIN Online bei der Farnborough Show zu Pratt und Whitney, Manager von Zivilaviation Anginis. Alle Manager sehen im kommenden Jahr so schnell wie möglich nur eine Entspannung der aktuellen Situation. Das externe Umfeld bleibt schwierig, Krieg in der Ukraine, Inflationsdruck und Einschränkungen in der Lieferkette wirken sich auf unser Geschäft aus. Wir gehen davon aus, dass diese Probleme bis 2023 fortgesetzt werden, erklärt die Benachrichtigung über das halbjährliche Ergebnis von Rolls-Royce.